Dein ganzes Leben lang schon willst du zum Geheimdienst für Übernatürliches. Jetzt stehst du kurz vor der Erfüllung deines Traums. Du musst nur noch diesen Test bestehen, um zu beweisen, dass du mit übernatürlichen und paranormalen Erscheinungen zurechtkommst. Zähle deine richtigen Antworten. Die Auswertung erfolgt am Ende. Ein Hubschrauber setzt dich am Strand ab. Deine Mission? Auf die andere Seite der Insel gelangen, wo ein Rettungsboot auf dich wartet. Klingt simpel. Die Insel ist klein, aber es gibt einen Haken. Ein paar Menschen sowie übernatürliche Monster bewohnen diese Insel. Du siehst drei Straßen mit Warnschildern. Die erste führt zu Vampiren. Der zweite Weg bringt dich zu Zombies. Die dritte Option führt zu Krokodilen. Welche Straße wählst du? Du hast 10 Sekunden Zeit. Nimm den Weg zu den Krokodilen. Wie gesagt, leben hier nur Menschen und Monster, keine Tiere der realen Welt. Du gehst den dritten Weg entlang und kommst an eine große Wiese. Die brutzelnde Sonne knallt dir auf die Birne und du suchst ein schattiges Plätzchen. Du entdeckst zwei Häuser. Das erste sieht sehr alt und baufällig aus. Die Fenster sind kaputt, die Fensterläden fehlen und das ganze Konstrukt sieht aus, als würde es jeden Moment zusammenbrechen. Das zweite Haus sieht brandneu, stabil und sauber aus, aber es hat überhaupt keine Fenster. Wohin gehst du? Du hast 10 Sekunden. Auf dieser seltsamen Insel ist das Fehlen von Fenstern am zweiten Haus ein Hinweis, dass der Bewohner Angst vor Sonnenlicht hat. Du willst doch nicht einem Vampir in die Arme fallen. Du gehst also in das erste Haus. Du stehst in einem großen Raum. Alles ist mit Spinnweben und einer dicken Staubschicht bedeckt. Der Boden knarrt. Auf dem Tisch findest du eine Fiole mit der Aufschrift Gegengift. Das könnte nützlich werden, also nimmst du sie mit. Außerdem findest du einen Schlüsselbund. Im hinteren Teil des Raums findest du drei Türen. Es sind immer drei. Die erste Tür hat mehrere Schlösser, aber dein Schlüssel kann sie öffnen. Auf der zweiten Tür steht Werwolf drin. An der dritten Tür hängen keine Schilder und sie sieht recht einladend aus, sauber und frei von Spinnweben. Für welche Tür entscheidest du dich? Deine 10 Sekunden starten jetzt. Die Schlösser an der ersten Tür lassen vermuten, dass da jemand oder etwas ist, das nicht freigelassen werden sollte. Also lieber nicht. Wenn die dritte Tür weder Staub noch Spinnweben hat, wird sie wohl regelmäßig benutzt. Vermutlich lebt dort der Werwolf. Also nimmst du die zweite Tür. Der Ausgang führt in einen Park mit Bäumen und Büschen. Es ist seltsam, wie normal der Ort aussieht. Du entdeckst eine Gruppe von 7 Menschen. Sie sehen auch total normal aus, doch als du näher kommst, merkst du, dass mit einigen von ihnen etwas nicht stimmt. Das sind Zombies! Wie viele kannst du identifizieren? Vorsicht, sie könnten dich sehen! Jetzt hast du nur 7 Sekunden. Die richtige Antwort lautet 3. Dieser Typ sucht nach seinem herausgefallenen Auge. Die Dame auf der Bank ist ein Eis, in dem Körperteile stecken. Und dieser Mann hat von dem Biss an seinem Bein nichts bemerkt. Du hast so viel Angst vor Zombies wie alle Menschen, aber komischerweise bleiben die anderen ganz ruhig. Na, du machst dich jedenfalls lieber aus dem Staub und kommst schließlich an einen Berg. Du kletterst an die Spitze und genießt die Aussicht auf einen tollen Sonnenuntergang. Um weiterzukommen, musst du eine dieser beiden Brücken überqueren. Auf der anderen Seite warten Fremde. Du bist sicher, dass einer von ihnen ein Werwolf ist. Aber welcher? Wie findest du das heraus? Die Zombies haben dich gerochen. Schnell, du hast nur 7 Sekunden.
Du hast den Sonnenuntergang gesehen, also wird es gleich dunkel. Heute Nacht ist Vollmond, also wirst du sehen, welcher von beiden sich in einen Werwolf verwandeln wird. Du überquerst die sichere Brücke. Nun ist es Nacht, aber der Vollmond erleuchtet deinen Weg. Du erkennst ein großes Schloss vor dir. Dort leben sicher Gespenster, aber das ist dir egal. Lieber nimmst du es mit den Geistern auf, als draußen bei den anderen Monstern zu bleiben. Du betrittst das Schloss und findest dich auf einem Ball wieder. 8 Personen mit Masken tanzen. Das ist ein Test für deine Aufmerksamkeit. Wie viele von ihnen sind Geister? 7 Sekunden, bis du entdeckt wirst. Diese Dame tanzt, aber ihre Füße berühren den Boden nicht. Sie schwebt. Alle tragen moderne Kleidung und Kostüme, bis auf dieses Paar. Sie tragen eine viktorianische Garderobe. Geister können nicht die Klamotten wechseln, oder? Du hast 3 Geister entdeckt, willst sie aber nicht beim Tanzen stören, also weiter. Du kommst in einen anderen Raum. Dort siehst du einen großen Tisch mit einem üppigen Buffet. Gebratenes Huhn, Pommes und Pizza, Gemüse, Obst, Getränke, leckere Desserts und Kuchen. Acht Personen sitzen am Tisch. Du hast Hunger und würdest dich gerne bedienen. Aber deine Intuition sagt dir, dass hier etwas nicht stimmt. Das sind doch alles Vampire, oder? Woran merkst du das? Du hast 5 Sekunden. Warum sind alle Speisen unberührt? Will irgendjemand in diesem Raum etwas essen? Oh ja, definitiv, aber kein gewöhnliches Essen. Sie wollen dein Blut. Schnell weg! Du nimmst die Beine in die Hand, aber die Vampire verfolgen dich. Um dich zu retten, musst du dich für eine von 3 Türen entscheiden. Hinter der ersten Tür tobt ein Feuer. Hinter dieser Tür lauert eine Grube mit spitzen Speeren am Grund. Die dritte Tür hält giftige Gase für dich bereit. Für welche entscheidest du dich? Beeile dich, sie sind in 5 Sekunden da. Die richtige Antwort ist die Tür mit dem Gas. Wenn du Giftgas einatmest, wollen Vampire dein giftiges Blut nicht mehr trinken. Aber wie sollst du das überleben? Ach ja, richtig. Du hast ja vorhin ein Gegengift gefunden. Du trinkst es, erholst dich und verlässt das Schloss. Du gehst durch einen Dschungel und kommst endlich am Strand an. Super! Du hast dein Ziel erreicht. Doch da vergeht dir das Lachen. Im Wasser rufen 3 Personen um Hilfe, weil sie nicht schwimmen können. Du willst schon ins Wasser springen, aber dein Bauch hält dich davon ab. 2 von ihnen sind Seeungeheuer und wollen dich in eine Falle locken. Wer muss hier wirklich gerettet werden? Du hast nur 5 Sekunden. Der eine von ihnen hat Schwimmhäute zwischen den Fingern und bei dem anderen sieht man Kiemen. Dieser Mann braucht wirklich deine Hilfe. Du schwimmst zu ihm und bringst ihn ans Ufer. Ihr macht euch ein Feuer an, um euch zu wärmen. Da leuchtet ein heller Lichtstrahl vom Himmel auf euch. Das ist der Hubschrauber, der euch wieder abholen will. Hurra! Er wirft eine Strickleiter herunter. Du willst schon danach greifen, doch dann zögerst du. Solltest du hochklettern oder lieber deinen Instinkten vertrauen? Entscheide dich innerhalb von 5 Sekunden. Hubschrauber, dich sollte doch ein Rettungsboot abholen, erinnerst du dich? Du steigst nicht in den Hubschrauber, aber dein neuer Freund tut es leider. Der vermeintliche Hubschrauber zischt ab zu den Sternen. Tja, das war ein UFO. Da kommt das Rettungsboot an. Glückwunsch! Du hast die Insel überstanden. Aber reicht deine Punktzahl, um den Test zu bestehen? 0 bis 3 Punkte. Die Arbeit im Geheimdienst für Übernatürliches ist wohl doch nichts für dich. Du musst deine Aufmerksamkeit für Details trainieren und deine Entscheidungen überdenken. Keine Sorge, Übung macht den Meister. 4 bis 7 Punkte. Du bist ziemlich clever und einfallsreich. Aber deine Fähigkeiten sind noch ausbaufähig. Auch wenn du gute Entscheidungen triffst und nicht dazu neigst, in Panik zu verfallen, ist der Geheimdienst vielleicht noch zu viel für dich. 8 bis 10 Punkte. Du hast mit Bravour bestanden. Der Geheimdienst für Übernatürliches wird geehrt sein, einen solchen Experten in seinen Reihen begrüßen zu dürfen. Gut gemacht!
Aber nur nicht überheblich werden. Bleibe trotzdem auf der Hut.